Hallo, jetzt habe ich meinen Druckluftzisterner fertig. Hier vorne eben der Einschaltknopf, Manometer, Druckluftanschluss und Anschluss für einen Plug-in-Stecker. Innen drin ist dann die Einstellung für den Druck. Muss man ja normalerweise nicht allzu oft verstellen, deswegen habe ich es nicht nach draußen gelegt. Der Kompressor, der jetzt hier drin ist, ist ein Einheulkompressor. Normalerweise hat der nur Plastikgehäuse drüber, das habe ich eben abmontiert. In den Infos und dem Video ist dann auch ein Link zum Tagebuch, da sieht man den Kompressor dann auch, wie er vorher ausgeschaut hat. Dann das Manometer hängt eigentlich nur hier an der Leitung. Mal diese Stahlleitung. Genau, ja, hier habe ich noch Halterung gebaut, eben für einen Druckluftanschluss. Hier drüben ist Stromanschluss und unter dem Druckluftanschluss der Plug-in-Anschluss. Auf der Rückseite ist für die Entwässerung öffnen. Da kann man jetzt praktisch hier reingreifen und öffnen. Da ist bloß kein Druck mehr drauf. Ja, dann schließen wir ihn mal an. Einstecken und drehen. Dann lasse ich mal offen, dass es hört, wie es ist, wie die Geräuschdämpfung ist. Gut, ich glaube, ich brauche da noch Gummifüße, weil der wandert da so über den Tisch. Jetzt stecken wir mal die Druckluftkopplung an, ich muss ich bloß das System ein bisschen herhalten. Gut. Ja, zum Lösen kann man dann einfach mit zwei Fingern die Kupplung einfach reinschieben. Fertig. Ja, das war es auch schon gewesen. Bis zum nächsten Mal.